Wer wird Armin Laschets Nachfolger an der Spitze der CDU? Dass ein neuer Vorsitzender her soll, da ist man sich einig. Doch über das Wie wird diskutiert. Heute hat die Basis das Wort. 300 Kreisvorsitzende beraten in der Hauptstadt. Am Ende stimmt eine überwältigende Mehrheit für eine Mitgliederbefragung. Das ist schon deswegen wichtig, weil die Basis den Wahlkampf macht. Nicht nur der Kandidat, sondern auch die Basis muss ja dahinter stehen. Weil wir schon eine relativ große Distanz inzwischen entwickelt haben zwischen den Berufspolitikern und den vielen Ehrenamtlichen und der Basis. Und da müssen wir eine Brücke finden. Fragt man die Deutschen, wer von den möglichen Anwärtern neuer CDU-Chef werden soll, sagen 23% Friedrich Merz, 19% Norbert Röttgen, 11% halten Gesundheitsminister Spahn für am besten, 6% den Fraktionsvorsitzenden Brinkhaus und 5% den Mittelstandschef Linnemann. Wer bei den CDU-Mitgliedern die Nase vorn hat, ist unklar. Bislang hat auch noch niemand der potenziellen Anwärter offiziell seinen Hut in den Ring geworfen. Klar ist, es soll jetzt schnell vorangehen mit dem Neuanfang. Wir wollen die Erneuerung der CDU so schnell wie möglich durchführen und dann durchstarten in ein neues und dann für die Union hoffentlich erfolgreiches Jahr 2022. Am Dienstag entscheidet der Parteivorstand, ob es nun eine Mitgliederbefragung geben wird. Am Ende muss zwar so oder so noch ein Parteitag formal über den Vorsitz entscheiden, der dürfte sich dann aber nach der Meinung der Basis richten.